Hallöchen, zweite Folge Two Point Hospital. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Beim letzten Mal haben wir ja unsere Apotheke gebaut und unsere Allgemeinmedizinerpraxis, da wo die Ärztin jetzt auch gerade wegrennt. Was macht sie denn? Ich glaube, sie macht Pause. Krankenhausruf, Posteingang. Der Ruf des Krankenhauses verbessert sich um jeden geheilten Patienten, wenn eine Behandlung, aber verschlechtert sich der Ruf. Besonders wenn ein Patient stirbt, eine bessere Ruf, okay. Okay. So, ich würde jetzt gerne noch ein neues Zimmerchen bauen. Oder brauchen wir noch mehr Ärzte? Was ist denn hier los? Ich glaube, sie braucht Pause, oder? Was sucht sie? Sucht nach Arbeit. Du brauchst keine Arbeit suchen, du sollst hier... Okay. Sie sucht Arbeit. Ein Hinweis an verstorbene Patienten. Es bindet sie nichts einen mehr Feuerlöscher. An können wir hier einen Feuerlöscher hinmachen? Nein, wir machen hier den Feuerlöscher neben den Eingang. Da kommt der Feuerlöscher hin. Broschürenständer, eine Pflanze und ein Foto. So, das brauchen wir nicht. So. Platziere zwei... Ach, da, guck mal. Platziere zwei Feuerlöscher. Okay, ich platziere zwei Feuerlöscher. Einer kommt noch dahin. Supi. Hausmeister werden zu einer Maschine gerufen, wenn deren Instandhaltungswert unter 50% sinkt. Du kannst auch... Okay. Benötigt. Patienten bei Laune halten. Die Zufriedenheit von Personalpatienten werden mit zunehmender Zeit gelangweilt, durstig, hungrig. Sorge dafür, dass sie Zugang zu Unterhaltungsmöglichkeiten, Essen und Getränke haben. Und bequem sitzen können, solange sie auf Termine warten. Wenn sie unzufrieden werden, gehen sie in ein anderes Krankenhaus. Das wollen wir ja nicht. Nein, das wollen wir nicht. Was haben wir denn hier? Objekte drehen, wenn du dein Objekt hältst. Ja, ist klar. So. Und der Snackomat ist auf jeden Fall schon da. Um ein Objekt aufzuheben, bewege den Mauszeiger. Ja, ich will ja nicht ein Objekt aufheben. Bank, Aufnahme ab. Die Arbeit ermüdet deinen Mitarbeiter, sodass sie früher oder später eine Pause machen müssen. Ein Pausenzimmer hilft. Aha! Ein Pausenzimmer. Ich würde sagen, das Pausenzimmer. Wo machen wir das Pausenzimmer hin? Das Pausenzimmer machen wir hier hinten hin. 2x2 sollte reichen, oder? Nein, können wir machen. So. Ja, so sollte reichen. So, dann bauen wir hier eine Couch rein. So. Sessel. So. Spind. 1, 2, 3. Dann nicht. Zack, zack, zack. Zack. So. Abfalleimer bauen wir auch hin. Weil da ist er nicht zugänglich, ne? So. Dann setzen wir noch eine Pflanze in die Ecke. Da geht nicht. Dann setzen wir sie dahin. Zack. Super Pausezimmer. Annehmen. Herrlich. Wie der Name schon nahelegt, suchen Mitarbeiter das Pausezimmer auf, wenn sie Pause machen. Füllen wir das Zimmer mit interessanter Ausstattung. Habe ich doch schon längst. Hinweis, du kannst einen Mitarbeiter im Pausenzimmer platzieren, damit er eine Pause macht oder in einem Arbeitszimmer, um ihn dort arbeiten zu lassen. Beim Mitarbeiter aufzuheben, halte den Mauszeiger. Will das aber gar nicht. Will ich das? Nö. Falls der Krankenhausleiter mich hören kann, ich hätte gern eine Gehaltserhöhung. Wer möchte das nicht? Ein Job für Krause. Getränke und Snacks sind ein tolles Mittel, um Patienten bei Laune zu halten. Da wir gerade beim Thema sind, Personal und Patienten können schnell mürrisch werden, wenn keine Toiletten vorhanden sind. Oh ja, Toiletten. Toiletten sind immer wichtig. Wichtig, ganz wichtig. Toiletten. Wo setzen wir denn die Toiletten hin? Toiletten? Oh, ich glaube, die Toiletten setzen wir hier am Eingang, oder? Hier am Eingang machen wir die Toiletten. So. Ich würde sagen, so. So machen wir die Toiletten. Toilettenkabinen. Oh, die sind doch sehr groß. So, Toilettenkabinen. Dann brauchen wir ein Waschbecken. Zack. Dann brauchen wir einen Handtrockner. Zack. Ach, wir brauchen noch eine Tür, ne? Die Tür wird nicht schlecht. So. Und Abfalleimer. Den stellen wir nach. So. So. Immer. Möchtest du eine ungültige Objekte für 50 kaufen? Nein. Das will ich nicht. So, weg. Möchtest du eine ungültige Objekte... Was ist denn ungültig?
Hä? Was? Was? Was ist mit der Wand? Was? So. Ja, will ich. So, bau auf da. Hausmeister leeren Abfalleimer. So sieht's aus. Und wir machen mal so. So ist schön, oder? So ist schön. So kann man sich das angucken. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Seien Sie stets aufmerksam. Wir haben Bericht über neue Krankheiten in der Stadt erhalten. Sie könnten schwieriger zu diagnostizieren sein. Wir müssen vielleicht ein neues Diagnosezimmer bauen. Okay, ein Diagnosezimmer. Ich würde sagen, das Diagnosezimmer setzen wir mal direkt neben den Allgemeinmedizin. Allgemeinmediziner. Ja. Ich erhöhe die Krankheitsstufe, das ist schon klar. Das Diagnosezimmer bauen. So, zack. Dann müssen wir mal kurz gucken. Okay. So. Vielleicht. So. Oder hier in die Ecke. So. So. Das ist ein Bett, richtig? Eine Liege. Eine Liege. Die Liege machen wir so. Dann, das ist der Easy Scan. Achso, ein Aktenschrank. Brauchen wir einen Aktenschrank hier drin? Ja, vielleicht, ne? Wer weiß. Aktenschrank, auf jeden Fall ein Abfalleimer. Der kommt hier hin. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. Ein Feuerlöscher. Ein Pflänzchen hier in die Ecke. Und ein Foto. Zack. Und hier machen wir auch noch ein Foto hin. Ach, herrlich. So. Und fertig. Jetzt brauchen wir aber fürs Diagnosezimmer bestimmt noch genau einen Arzt. Oder einen Krankenpfleger. Was brauchen wir denn da? Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. Einen Krankenpfleger. Und ich würde sagen, wir nehmen Ette hier. Hui. So. Das sieht doch ziemlich gut aus. Wir sind noch auf jeden Fall ein paar Sitzbänke. So. Ein bisschen mehr Wartemöglichkeiten. Sollte ich vielleicht noch einen Allgemeinmediziner dazu nehmen? Ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn hier alles? Übersicht, Preise. Preise? Passt die Preise an, die für Diagnose, Behandlung und andere Dienste im Krankenhaus verlangst. Bei der Errichtung eines neuen Krankenhauses werden die Preise standardmäßig auf den Marktwert für diesen Standort gesetzt. Das ist der Betrag, den Besucher zu zahlen bereit sind. Wenn du die Preise erhöhst, kannst du mehr Geld verdienen, aber es kann deinen Ruf schaden. Okay. Diagnose, Arztpraxis. Aha, okay. Nein. Das lassen wir erstmal. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Arzt. Wir brauchen noch einen Allgemeinmediziner. Ja, ich glaube, wir brauchen noch einen Allgemeinmediziner. Den bauen wir. Wo bauen wir den hin? Den bauen wir hier hin. Tür muss Korridorzimmer mit Korridortür verbinden. Okay. Zap. So, jetzt passt es. Herr Doktor, bitte hierhin. Aktenschrank bitte dahin. Mülleimer bitte in die Ecke. Eine Pflanze in die Ecke. Einen Feuerlöscher bitte. Ja. Ich muss erstmal kurz hier einrichten, Leute. Und Abfahrt. So, jetzt brauchen wir noch dies. Wir brauchen einen Arzt. Regelmäßiges Atmen hilft bei der Vorbeugung von Stress, trüben Gedanken und Tod. Und dann brauchen wir noch eine Bank. Bänke sind toll. Zack, zack, zack. So. Damit, denke ich mal, können wir noch ein bisschen arbeiten. Verdiene 15.000, erreiche Krankenhausstufe 4. Wir sind dabei. Was ein Getummel. Lecko funny. Ich würde gerne noch so eine Rührmaschine hier bauen.
wieso kann ich nicht noch einen Teil davon bauen? Medikamentenmixer. Ich würde gerne noch einen Medikamentenmixer. Neue Krankheit. Okay, unsere Ärzte haben neue Krankheit entdeckt. WC-Warzen. Jolanda Holzball, Assistenzärztin, kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Ärztin, Beförderung. Okay. Biete eine Gehaltserhöhung an. Das mache ich doch. Befördern. Ja, super. Ich würde aber trotzdem gerne einen Medikamentenmixer. So. Ich kann keinen Medikamentenmixer bauen. Kann ich immer nur mit einem Raum sowas bauen? Ist doch doof. Warte mal kurz. Abrissbirne? Hier ist nochmal. Station benötigt. Okay, Patient bitten zu warten. Eine Station. Okay, die Station. So. Tür nach. So. Okay. Schwesternstation. Bett. Was ist das? Die ärztliche Schweigepflicht gilt in diesem Krankenhaus als außer Kraft gesetzt. Nicht erreichbar. Was? 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 Achso, okay. Ein Bett. Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Eins. Nicht erreichbar. So. So, drei Betten. Das reicht ja wohl. Ein Spind. Oko. Oho. Da muss ein Spind hin. Da muss ein Spind hin. Da muss ein Spind hin. So. Abfalleimer muss auch hier an den Start. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So. Und dann brauchen wir... Ja, ich brauche aber noch jetzt hier einen Krankenpfleger. Ups. Ja, ja, du sollst nicht deine Station verlassen, du. Oh, 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 Reparatur. Oh, 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 Reparatur, Reparatur. Los. Pausi. Durch das Erreichen von Zielen und das Bewältigen von Herausforderungen verdient unsere Organisation Kudosch. Damit kannst du Objekte freischalten, die in all unseren Krankenhäusern eingesetzt werden können. Pflanzen benötigen Wasser. Quatsch mir doch nicht jemand dazwischen. Okay, was haben wir hier? Durch das Erreichen von Zielen. Okay, mit Kudosch. Großes Repariergerät. Ich hätte gerne noch eine Apotheke gebaut. Eine Apotheke hätte ich gerne noch gebaut. Und zwar hier dran. Okay, sie wird wohl 3x3 sein müssen. Ah, so reicht. Nee. Hä? Dann bauen wir sie so. So. Eine Tür. Zack. Ich will noch einen Medikamentenmixer. Ach, mehr geht nicht. Guck an. Deswegen ein Feuerlöscher. Eine Pflanze. Und fertig. So, dann stellen wir hier noch einen Assistenten ein. Ist das ein Assistent? Oh, er repariert aber super. So, dann haben wir das auch. Da ist aber jemand krank. Okay, dann stellen wir noch einen Arzt ein. So. Zipplapp. Dann kannst du nämlich weiter Pause machen. Dann könnt ihr euch nämlich abwechseln. Das ist doch nice. So, was haben wir hier noch? Entleuchtungsklinik benötigt. Okay. Okay, eine Entleuchtungsklinik, was auch immer das ist. Von zu Hause mitgebrachtes Essen wird beschlagnahmt und höchstwahrscheinlich verzehrt. So, ich würde sagen, wir bauen es daran. Oha. Zack. Mülleimer. Ein Feuerlöscher.
So viel Ordnung muss sein. Ein Pflänzchen, einfach fürs Wohlgefallen. Die jährliche Prüfung steht bevor. Und ein Foto knallen wir noch an die Wand. Und Abfahrt. Auszeichnung. Ah, die Auszeichnung. Jetzt kommt die Auszeichnung. Los. Gesundheitspreis des Two Point County. Da bin ich jetzt gespannt. Öffnet. Die Burp-Auszeichnung für Arzt des Jahres geht an Dr. Yolanda Holzblass. Die machen aber auch ein Brimborium. Wanda Tassillo. Okay. Hat gar nicht Sinn, dass alles unsere. So, alle öffnen. Guck mal, Arzt des Jahres, Krankenpfleger des Jahres und Arbeitgeber des Jahres. Super. Und damit würde ich sagen, haben wir einen schönen Abschluss für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr wollt, lasst einen netten Kommentar unter dem Video. Ein Däumchen würde ich mich tierisch drüber freuen. Alle die, die noch nicht abonniert haben, gerne ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder vom Two Point Hospital. Würde mich freuen, wenn ihr wieder da wart. Ich sage bye bye und bis zum nächsten Mal. Euer Donny. Bis dann. Ciao, ciao.